So, Freunde, wir starten unsere Einkaufstour. Es ist 7.47 Uhr. Diesmal mit Pyroblusion. Hey ho. Sieht man ganz leicht und im Hintergrund ist schon die Polizei. Nee, Spaß. Das ist die Rückfahrpiepischerei. So, wir fahren los. Wir sehen uns dann im ersten Stock. Mal gucken, was es wird. Bis später. So, Freunde, erster halt Lidl. Schauen wir mal, wie es wird mit dem Film und so. Freunde, wir sind raus aus dem Lidl. Sehr erfolgreich. Und das ist meine Ausbeute. Wir haben eine Beastmaster, zweimal Lysium. Wir haben einmal nochmal die Double Flash, einmal Cookies. Dann hatten wir im Osten, also was heißt im Osten, hier bei uns jetzt endlich mal die Titania. Die gab es ja letztes Jahr woanders. Und eine Jean-Fontaine habe ich mir gegönnt. Und der Kollege der Pyroblusion hat sich Feuerfeger und Propeller, auch eine Beastmaster und einmal das Fire Fantasy geholt. Ja, dann machen wir weiter zum nächsten Stopp. Bis gleich. So, Freunde, nächster Halt. Pyroblusion. Mal wieder. Und wir sind jetzt hier beim Edeka Getränkemarkt. Ich zoome mal ein bisschen ran, dann seht ihr, wo wir sind. Und zwar bei Hellfire Fireworks. Sind gerade noch ein bisschen am Aufbauen und ich würde mal sagen, um 9 geht es hier so richtig los. Deswegen sehen wir uns gleich draußen, wenn wir unsere Sachen geholt haben. So, das haben wir noch von Hellfire. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Auf jeden Fall P1-Böller. Einmal die 110 Gramm Variante und einmal die 50 Gramm Variante. Wir haben hier diese wunderschönen Limited Edition Raketen. T2 hatten wir. Ja, hier sowas Halloween. Zwei verschiedene Varianten. Also älter, neuer Spinner und Vulkan. Und jetzt machen wir uns hier im Fall erstmal den Müllauto hier ganz laut hier. Hallo, Müllauto. Und jetzt gehen wir in den Norma, wenn man mich hört. Weil das Müllauto ist extrem laut. So, bis gleich. Im Wald des Kampfs. Guten Tag. Oh, sehr anstrengend. Hallo, guten Tag. Hallo. Mal gucken, ja. Zurückgezoomt, ja. Ja. Guten Tag. So, was haben Sie gekauft im Norma? Color Shooter von Nico. Die ist ja erstmals erhältlich. Ah, Color Shooter, ja.
Die Five Shots, Großkaliberbombenrohr, ich glaube, war dies ja auch neu bei, wie heißt es nochmal? Normal. Und auch zum Testen Cracking Balls. Ja. Oh, Neuheit dieses Jahr beim Norma. Mal gucken, was drin steckt. 2,99. So, also ich habe auch zweimal Crackling Balls. 2,99. So, dann habe ich hier noch eine, die kannte ich noch nicht. Die Task Force. 20 Schuss für 5 Euro, 5 Mark. So. Und zweimal diese Crackling Eruption Performance Vulkane. Ja, und dann haben wir noch Waffeln. Waffeln. Wir haben ihn an der Waffe. Waffeln. Waffeln. So, wir sehen uns dann gleich, wenn wir woanders sind. So, Freunde, wir sind jetzt hier. Neben Penny ist gleich Aldi. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir zurückkommen aus der Einkaufstour. Was wir alles Schönes gekauft haben. Wir haben Targa, Komet, Komet sag ich schon. Wir haben Targa, Indianapolis und Cobra. Dann haben wir hier noch diese Fantastic Four. Einmal Heavy Metal Reloaded und dreimal Pegasus und natürlich nicht zu vergessen mein Stollenkonfekt. Und der Kollege Pyroplosion hat sich einen Cobra. Kannst du selber mal erzählen, was? Ach du, wenn ich hinter der Kamera stehe. Also der hat sich noch einen Cobra geholt, der Junge. Ein Jackpot-Set, naja, dann will ich auch was abhaben, oder? Wenn du Jackpot kriegst und fünfmal die kleinen Kubis von Komet, die ja immer geil sind. Ach, guck mal, und immer Dings hast du dir auch mit. Ach ja, Fantastic Four. So, gut, dann sehen wir uns zum nächsten Stopp, bis gleich. Philips ist neu irgendwie. Letztes Jahr war das noch nicht hier. Doch, war schon letztes Jahr. Ja? Ja. Thomas Philips, wir schauen mal rein. So, junger Mann, was haben wir denn gekauft im Philips? Zeigen Sie mal ran hier. Schon wohl diese Dinger. Na ja, klar, Powerflash-Vergleich, da ist das runtergefallen. Mein Tütchen. Ja. Dreimal die Dinger. Jetzt können wir schon mal reinschmeißen. Was haben wir da noch? Kubik Sander von Keller auch dreimal. Ja, ja, ja. Die witzigen Reibkopfknaller hier, 20 Stück drin in einer Packung, lächerlich, aber just for fun. Fünfmal. Und hier ein bisschen zum Märten spielen. Pyrotank. Die Tanker. Gut. Laden wir mal kurz drin. Ich habe auf jeden Fall bloß dreimal den Kubik Sander mitgenommen. Eine Sternschnuppe. Ja, Batterien und Barbecue-Soße. Das war's von mir. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir woanders sind. Bis gleich. So, Freunde, wir sind hier bei Zündidee im Verkauf. Diesmal in einer wunderschönen Scheune, Garage. Ist diesmal die nicht mehr die 10A, sondern die 28. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal rein und sehen uns dann eventuell drin wieder. Mal gucken, ob wir diesmal wieder filmen dürfen. Ist ja eine andere Location. Und dann bis gleich. No, I don't wanna waste what's left. And I-
Meine Tüte. Also wir waren gerade bei Zündidee, ihr habt ja den Laden so gesehen. Ich habe euch mal kleine Impression gegeben. Ich habe mir noch die Knisterteufel in Blau und in Rot geholt. Da sind sie, nee, in Pink sind das, Pink, genau. Dann irgendeine Heron-Batterie, die zeige ich euch dann mal später nochmal. Und Primus. Genau, diese Taifunchen, noch nie gesehen von Blackbox. Und noch ein paar Bella Bomberbilder. Das war's von mir. Packen wir mal in den Kofferraum. Kann ja auch halten so lange. So. Naja, bei mir war es nicht ganz so ergiebig, weil viel braucht hier nicht mehr. Einmal die Taifunchen zum Testen. Cobra P1 haben wir uns zweimal gegönnt, die Reibkopfbrille. Dann nochmal rote Corsair, weil die gehen immer. Zack, und die wahnsinnig großen Bella Bombas. Bella Bombas. Gut, das war von Pyrovision und mir. Und vielen Dank wieder an Zündidee, dass wir filmen durften kurz. Und sehr viel los gewesen, muss man sagen. Also es war echt alles voll. Und wir standen jetzt gute 5 oder 10 Minuten, bis wir da an der Kasse waren. Also, ich schmeiß einfach hin. War echt gut zu tun. So, obwohl es eine neue Location ist. Wenn ich nochmal genau zu Hause bin, schreibe ich euch, wo das genau war. Das wird nächstes Jahr nämlich genau hier wieder sein. Also Freunde, bis gleich. So Freunde, wir sind hier bei Lila Pets und dann schauen wir mal rein. Die hatten ein schönes Feuerwerksangebot, Prospekt, deswegen sind wir nur hierher gefahren und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir eingekauft haben. Also, bis gleich. So. Wie sind lange Leute? So, wir sind wohl raus aus den Lila Pets. So, dann zeig doch mal, was hast du denn gekauft? Ganz wichtig. Crazy Chicken. Fürs Töchterlein, Büronachwuchs. Ja. Wer immer es braucht, ich nicht. Partyhüte. Paar Reiber. Reiber. Tochterbespaßung. Stimmt leider wirklich, werde ich direkt vor ihrer Wohnungstür zünden. Das ist schön. Und das dann gleich hinterher. Ein, zwei Polizei. Weil das macht ja Sinn. Ja, und den habe ich leider Gottes nicht wirklich, aber einfach mal zum Testen. Böser Chef. Ja, ich habe auch zweimal den bösen Chef genommen hier. Dann haben wir hier diese Cranky Cactus. Jeweils 2,22 die ganze Schose. Dann haben wir hier noch Sputniks für 4,44. Fand ich ganz gut. Die Viking war auch noch da für 3,33. Die Leslie Palms haben wir hier für 3 Euro hier. Ich habe auch zweimal die 1,2 Polizei. Und dann haben wir noch eine Hot Rod für 7,77. Zweimal Reiber. Auch das gleiche wieder für 1 Euro. Hier steht zwar 1,99 drauf, aber haben bloß 1 Euro gekostet. Und einmal das Light Festival für 3,33. So, das war alles vom Lila Pets. Die habe ich glaube schon. Kriegt mein Chef eben auf jeden Fall. Der ist zwar nicht böse, weil der ist lieb, aber ja, sehr schön. So, wie gesagt, Lila Pets, hier habt ihr nochmal das Dings. War sehr überrascht, dass die so viel Auswahl haben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Wir waren jetzt hier im Repo. Hier haben wir mitgenommen einmal Burning Heart, wieder 3,99. Einmal das Leuchtstars, auch wieder 3,99. So ein kleines süßes Set, das findet ihr schon bei mir als Test auf dem Kanal. Dann haben wir noch Kekse für die Arbeitskollegen, die hat wohl bald Geburtstag. Zweimal diese 180 Schussröllis, haben bloß 4 Euro gekostet, 3,99. Du hast auch drei so eine Röllis mitgenommen. Ja, hier irgendwo. Ja. Das Kofferraum ist tief. Gut, ich musste mich auch mal ausweisen. Hab auch meinen Ausweis nicht mit gehabt. Badam. Kann auch mal passieren, wa? Gut, naja, dann war's das erstmal für die Tour, oder? Groschenmarkt? Groschenmarkt? Achso, Groschenmarkt noch. Und dann nochmal kurz eine Abholung abholen und dann war's das. Kennzeichen mit? Nein. Na doch, eh eine Zahl.
Das ist nicht schlimm. So, na dann Freunde, bis gleich. Oh, mal insteigen hier, das filmt auch nie einer, wa? Wie man in- und aussteigt. So. Ach so, wie man sich anschnallt, das filmt auch immer keiner. Das macht man so hier. Weil es viele nicht mehr machen. So, da kommt ein Auto da. Ja, hier ist Platz. So, anschnallen macht man so hier. Da macht man das da drin. Und dann guckt man wieder nach vorne und denkt sich, oh mein Gott. So Freunde, auch die Einkaufstour neigt sich dem Ende. Hinter mir ist alles, was wir gekauft haben, bekommen haben. Wir waren bei Hellfire und Zündidee, um mal zwei große Fachhändler zu nennen. Und ich nehme euch gleich mit zum Close-Up und würde mich schon mal bedanken fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde. Wenn ihr noch einen Artikel sehen möchtet, bleibt dran. Wie gesagt, es gibt noch mal einen kleinen Close-Up. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Kommt gut rein natürlich.